So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. So, weiter geht's mit unserem schönen Let's Play. Ja. Wir haben ja schon einiges geschafft. Ich glaube, zuletzt sind wir bei Minecraft hier hinten stehen geblieben. Hier habe ich einen kleinen Durchgang gemacht. Jetzt haben wir unten einen Durchgang, hier einen Durchgang und ich glaube oben auch. Den Stein. Ah, das Schwert, ja. Muss noch weg. So, du kommst mal runter und wir essen dich. Dann habe ich nochmal. Schauen, ob er kein zukommt. Okay, ich denke mal, Zug ist die Kohle ausgegangen. Deswegen ist er stehen geblieben. Hier habe ich mal ein Advanced Item Loader hier hingestellt. Ein Card reingetan. Und hier eine Chest, damit er mal alles entleert, was der Zug drin hatte. Denn der war voll. Ja, der war voll bis oben hin. Deswegen. Ah, okay, jetzt wollte ich schon sagen, kommt das Chestcard her, weil ist ja das, was ich hier reingetan habe. Was wir brauchen ist, ja, holen wir uns so. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Und hier habe ich einen Recycler mal hingestellt. Da haben wir jetzt das Schwert rein. Und den Cobblestone behalten wir aber. Denn man weiß ja nie, ne? So, kack den hier rein. Und ich wollte jetzt, was habe ich gesagt? Die Charcoal, da haben wir jede Menge. Geht das eigentlich so? So? Nee. Kann man das in den Bedarf runter? Kann man das nicht irgendwie in den Bedarf? Ist der G? Nee. Nee. Komisch. Na egal. Machen wir es halt per Hand. Ah, das geht, aber hier geht's nur, ne? Ich glaube, hier geht's bei der. Man hier Kohle. Und dann Shift und. Genau, da geht's. Aber nur beim Crafting-Feld geht's nicht. So, passt. So, dann gucken wir mal, was unsere schöne Steam-Lokomotive macht. Wo sind wir jetzt? Komplett falsch. Ganz falsch. Also, jetzt haben wir es bald mal, ne? Falsch, komplett falsch, irre falsch, mega falsch. Alles andere außer richtig. Gut, gucken wir mal. Also, wir füllen gleich hier mal auf. Heißt, den nehmen wir mit. Und dann geht's auf die Suche. Ich bin schon wieder gestorben mit dem blöden. Lokomotive hat mich wieder zusammen. Gefahren. Ich bin einfach so mal so gemütlich hier hingerannt, in diese Richtung. Und mit auf der Strecke hat er mich einfach zusammengefahren. Ich wollte noch ins Wasser springen, aber hab's nicht mehr geschafft. Dann bin ich leider gestorben. Circa hier irgendwo wird das gewesen sein, hier unten. Ja, ungefähr so wie sie hier angekommen ist, bin ich dann auch gewesen. Ich werde sogar noch. So, nehme ich mit. Kriegst du jetzt ein bisschen Kohle. So. Wasser, zählen, okay. Also fehlt eigentlich eh nichts. Jetzt aussteigen ist natürlich wieder blöd, oder? Aus hier. Nee, es geht. Wie schaut eigentlich aus? Was hat denn so alles mit? Nix, oder? Ey, du bist schneller als wie beim Fliegen, ey. Das geht ja gar nicht. Nein, Mami. Bleibst du hier. So, steigen wir halt wieder ein. Du hast mir zweimal Propolis, zweimal ohne. Also nicht viel was. Wir gehen dann mal rüber und schauen uns mal die ganze Sachlage von drüben an. Wie wir jetzt, ob das alles so funktioniert, wie ich es eigentlich geplant hatte. Weil ich weiß, ich brauche noch ein Advanced Loader. Ja, brauche ich noch. Weil ich will noch die anderen Sachen laden. Wobei, hier würde sich ja ein normaler Loader auch anbieten. Ne, das geht nicht wegen der Lok, die fährt da voll rein. Da haben wir schon jede Menge, wie ihr seht. Die sind alle. Ah, schöne Musik. Da-da-dum. Oh, so. Alle leer. Was ist denn da los? Keine Bienen oder was? Machen die vollen Säcke nix oder was ist denn da los?
wollen sie nicht oder haben sie schon. Ach du meine, ich befürchte jetzt das Schlimmste. Wenn ich schon überlege, um was es jetzt geht eigentlich. So. Okay, die tun aber alle Arbeit. Und das Schlimmste wird sein, die Rückseite hier. Die habe ich ganz vergessen, ehrlich. Ah, okay, nicht mal so schlimm. Nein, raus hier. Lass mich. Lass mich reden. Ja, okay, das sieht schon ein bisschen heftiger aus. Ja, hier auch. Ah, hier geht's. Industrials haben wir nicht viel. Nee, nicht wirklich. Die sterben nicht so gerne. Nobel, ja, geht. Das heißt für uns. Ja, was heißt das für uns? 20 Sekunden sollten reichen. Das heißt für uns, wir müssen eine Recyclinganlage bauen. Hier hätten wir einen Recycler. Die Frage... Ja, die Frage ist... Die Idee ist... Wir werden auch die Bienen nach Hause liefern. Also, ja, alles nach Hause liefern. Beziehungsweise wir können ja die Bienen hier schreddern und nur die Scraps nach Hause liefern. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. So. Ja, die haben hier genügend zu tun. Das passt. Haben wir jetzt hier eigentlich auf Wait eingestellt? Nee, das heißt, der wartet sowieso oder nicht. Oder doch. Oder keine Ahnung. Ach, weiß ich. Interessiert mich jetzt auch nicht. Funktioniert tut's mir. Wollte ich nicht wissen. Was soll er hier machen? Soll er den Blödsinn doch selbst machen? Wir werden jetzt mal hier eine Recyclinganlage noch dazu bauen. Für die Bienen. Das heißt, die kommen dann auch hier runter. Und die sollten hier unten gleich mal aussortiert werden. Und zwar wieder mit so einem Belt hier. Oder Belt, oder wie nennt man das? Förderband. Hm. Ja, Belt, Förderband, eigentlich schon, ja. So viel meine Englischkenntnisse noch sind, sollte das ein Förderband sein. Haben wir da noch irgendwo solche? Eigentlich normales Belt werden wir auch bauen. Aber was wir brauchen, ja, sind aber blöd, ne? Die werden wir jetzt auf einer anderen Line runterlassen. Können wir eigentlich gleich direkt daneben runter machen. Kommen wir sie hier runter? Das ist meine Frage. Hat jetzt alles leer gemacht, oder? Scheiße. Na, ich glaube, der sollte eigentlich stehen bleiben, theoretisch. Ich glaube, da müssen wir Wait reinmachen. Aber das hatte ich doch, oder? Hatte ich das nicht an? So, den muss ich jetzt mal weiter... Nee. Was kommt da jetzt? Naja, das können wir lassen. So, wir gehen. Da habe ich wieder vergessen, wo ich runter wollte. Also... Dazu schon, dann würde ich fast sagen, wir umdrehen. Ja, das machen wir mal anders. Wir gehen hier runter. Wie gesagt, dann versuchen wir mal zu schauen, ob wir noch ein paar von diesen Slabs haben. Slabblöcken da. 7 Stück. Ah, ist ja viel, ne? Oder wir nehmen die Half Slab. Das wäre ja auch noch was. Da bestelle ich gleich mal ein paar. Haben wir unser super System, der macht automatisch nach. Das heißt, davon bestellen wir mal ein Stack und davon auch ein Stack. Jetzt werde ich mal was testen. Beziehungsweise, ich habe da noch eine andere Idee. Es gibt da von Bauercraft auch noch so schöne, das gefällt mir jetzt. Das werden wir jetzt machen mit Bauercraft. Splitter, nee, das ist blöd. Klappt so nicht. Was ich will ist hier irgendwo da die Iron Frame. Hier haben wir das Problem, dass wir hier Eisen brauchen. Das gleiche Rezept ist auch wie nennt sich das? Ein Ofen, ein Eisenofen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen schummeln und leider cheaten. Also wir brauchen 3, 6, 8, 16 gibt ein Stack. Das heißt, zack. Wir nehmen hier 16 Stück. Gehen in den Cheat-Modus. Schmeißt diese 16 Stück weg.
bekomme dafür ein Stack davon. Wo sind die jetzt? Da, zack. Ein Stack. Also wir haben jetzt nicht wirklich gecheatet, wir sind nur die Fehler umgangen, weil das einfach dasselbe Rezept ist. Da kann ich nichts dafür, das war so vom Programmier her. Es wird Nacht, also legen wir uns hier zwischen den Bienen schlafen, vielleicht sterben sie uns in der Nacht. Ja, auch nicht schlecht, so ein bisschen so gepikst werden. Ist ja wie Massage. So, dann schauen wir mal hier hinten in die Kiste. Da sollte auch schon einiges drin sein, ja. So, der sollte fast voll sein, okay, Glück gehabt. Was wir jetzt auch jede Menge. Also ich denke immer, von dem Bienenzeug werden wir jede Menge bekommen. Dann werden wir, weiß ich nicht, daran ersticken oder was? Was weiß ich, was wir damit werden. Irgendwie funktioniert die Sortierung nicht mehr. Aber das hier habe ich nicht gelegt. Ach, wenn ich das noch wüsste. Da vielleicht? Nö. Da? Nö. Da? Nö. Das vielleicht? Okay, ich weiß es nicht mehr. L, okay. Ah, geht nicht. Ich habe immer Limited Jetpack genannt. Ich weiß nicht wieso. Naja, dann halt nicht. So, was wir noch brauchen, sind diese Dinger hier. Die hier down. 5 Stück. Ah, ein bisschen mehr. Zwar kommt das jetzt zack, zack. Eins höher, das gefällt mir mehr. Und wir brauchen. Das ist natürlich auch blöd, ne? Ja, okay, wir können hier einfach durchfahren. So, hier ist nichts drin, das heißt, wir fahren hier einfach durch. Ja, aber da kommt ja vorne auch ein Förderband dann später. Das heißt, wir müssen hier eine Brücke dann später mal bauen. Vorerst meine ich, das interessiert mich jetzt gerade nicht, weil die... Wartet mal, wartet mal. Ach nee, das war unser Creeper. Haben wir gleich wieder Blöcke. 3, 5, 6 Stück. Denke ich mir gerade, die waren ja fertig. 6 Stück, das passt genau. Das war ja der Creeper, der uns in ja. Klar. Hallo? Mami. Alter, sind wir fast drauf gegangen, ey. So, aber jetzt. Ist hier was drin? Ja, das ist wahrscheinlich wieder raus, auch wenn was drin denn gewesen wäre, ne? So, jetzt geht's hier durch. Ja, runterfliegen, das gehört halt auch dazu. Und dann bauen wir noch weitere Dings davon. So, Ruhe. Blöde Musik. 16, jetzt weiß ich nicht, haben wir hier noch welche? Ne, da haben wir rausgenommen. 32. Du kommst weg. Meine super Axt. Zack. Und dann so. Und dann geht's so. Zack, entlang. Zack, entlang. Und es geht nach unten. Und hier bleiben wir stehen. Spitze. Und genauso wollte ich das auch haben. Denn. Hier kommen diese Dinger drauf. Das ist nichts anderes als ein Block eigentlich. Aber es schaut jetzt einfach ein bisschen ja anders aus. Dann kommt hier genau das. Genau das, ja. Super. Das heißt, das ist natürlich blöd, ne? Das. Kann man das vielleicht so irgendwie dann noch drauf bringen? So, ja, okay, das geht hinaus. Ich dachte, geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir das eins höher bauen könnten, aber ich will das gar nicht testen, deswegen. Wenn wir das jetzt einfach so bauen. Ja, 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 nur kein Stress hier. Ich muss mir echt dieses dicke Dinger. Ach, jetzt geht's nach oben. Jetzt geht's nach runter. Ach, du meine Güte. Hallo Lok, du auch da. Ja. Willkommen. So, aber jetzt. Genau, jetzt kannst du mich hier schmeißen. Also finde ich, das schaut schon etwas besser aus, wenn man so ein bisschen eine Struktur hat. So. Das geht dann hier entlang und hier. So. So ein bisschen ein, ja, sagt man dazu. Gestell oder keine Ahnung. So, dann 6-mal Elevator hier runter wieder. Und hier geht's wieder raus.
wobei. Ja, doch, 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 da müssen wir jetzt raus. Und dann soll alles in einer Recycler rein. So, warum wartest du jetzt hier so lange? Kannst du mir das erklären? Weil der hier leer ist. Und der ist auch leer. Aber er wartet. Ja, hier wartet er auch wieder. Da wollte ich nicht rein. Das heißt, das Warten müssen wir rausnehmen. Das klappt sonst nicht. Naja, dann tun wir es jetzt einfach raus. Soll er fahren, ist mir auch jetzt mittlerweile egal, ey. Wird schon klappen, da fährt er halt 3-4 Mal, ist mir auch egal. Was soll er machen, wenn es ihn glücklich macht, oder? Soll ich ihn Frieden lassen hier? Soll nicht ewig den rumhängen hier, weil der nicht so will, wie ich will. Gut, das heißt, die Items fliegen runter, zack, zipp. So. Und hier wird dann Scrap gemacht, das heißt, wenn das trotzdem 1-4er gestalten hier. So. Schön mit diesen Formen hier, das passt eigentlich relativ, würde ich mal sagen. Dann kommt hier der Recycler hin. Weil ich würde hier schon gern 2 Recycler machen, ne? Das ist, ja. Problem ist, wie kann man mit Bauerquest das gut aufteilen, dass 2 Recycler? Gibt es da? Doch, es gibt. Ich weiß die Möglichkeit. Das werden wir uns gleich organisieren hier. Da gibt es so ein Geld. Und zwar ist das... das hier. Predictor, also ein normales Bildendrittstone. Das sollten wir, ich glaube, schwerst zusammenbekommen. Und das teilt auf. Bin mir nicht sicher, deswegen testen wir es gleich nochmal. Ah, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir ziemlich sicher. Hoffe ich halt. Oder auch nicht. Einmal gleich sehen. Oder auch nicht. Und dann muss man da noch links, rechts, eins dran machen, damit das funktioniert. Ja, okay. Okay. Menno, auf hier. Oder. Noch eine Möglichkeit, was das Teil machen könnte. Okay, jetzt ist der runtergeflutscht hier. Nur ärgern, rumärgern, nur ärgern, nur ärgern. Kann das vielleicht sein? Redirektor. Was? Redirektor. Was heißt das? Dass der vielleicht Inventare füllt? Solange bis sie voll sind. Dann testen wir das einfach. Wir haben ja ein Inventar. Das von oben gefüllt werden muss. Blöd. Oder was macht er, wenn wir hier was reinschmeißen? Okay, er recycelt es. Was, wenn wir das jetzt so machen? Nee, das... so nicht so. Wie kann ich das am besten testen? Ich das wollte gerade nicht. Dann testen wir es so. Sagen wir. So. So. Hey, der kann ja nicht so viel Platz da drin haben. Ah, doch, hat er. Menno. Was haben wir noch an Inventar? Du hast auch 4. Auf alle Fälle denke ich einfach, dass er es weiterleitet. Und ich denke es, also wird das auch machen. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Dann soll er mich am Bot speisen. So. Wir werden das jetzt einfach so machen. Nachdem ich hier die Ranch finde. Genau die. Und den einfach abbauen. Kann mich am Bot speisen, die ganze Angelegenheit hier. Kann ja nicht wahr sein, ey. Nur Ärger mit den Teilen hier. So, du auch weg da. Lass mich.
So, Recycler Nummer 1. Ja, flieg runter, wenn wir kein Jetpack aufhören. Du bist zu dämlich, weißt du das? So, dann kommt hier Recycler Nummer 1. Und hier oben drauf. Hier wieder so ein Zeugs da und diese dämliche Pipe hier. So. Die kommt hier einfach drauf. Mir egal, was die jetzt macht, die kommt da drauf. Dann kommst du hier hin und hier hin. Dann kommen hier noch zwei Pipes. Ah ja. Diese blöden Pipes hier, ey. Krieg echt einen Anfall hier. Ganz ehrlich. So, und dann kommt hier noch eine Kiste. Wo das eben reinkommt. Ja, und du recycelst das durch, du bist wohl der Beste, ey, weißt du? Schnauze! Lass mich in Frieden. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Wenn du denn angepisst. So. Aber, nichtsdestotrotz brauchen wir hier noch Strom. Wo bekommen wir den her, außer von da oben? Von oben. Den legen wir einfach hier querfeld ein. Vorerst, bis wir dann unseren Turm haben, dann legen wir das auf den Turm drauf. So. Die Solarzelle hier im Boden rein, die produziert schon. Dann gucken wir mal, ob wir in unser System noch ein paar Kabel hier haben. Und zwar so etwas wie Glasfaser. Haben wir sogar. 10 Stück sollten rein, oder? Denke mal. Jetzt sehen wir unseren dämlichen Stein noch, den wir vor Stunden bestellt haben und nicht abgeholt haben. Dann geht's hier nach oben. Hier nach oben habe ich gesagt. Wie, das funktioniert jetzt nicht so wie ich will. Dann werde ich richtig sauer. So, Strom hast du. Das hast du. Das funktioniert. Das funktioniert. Hier vielleicht noch. Damit es besser aussieht. So. So. Genau. Damit das auch ein bisschen gehalten wird. So von unten. So, so verstehst du. Ja, verstehst du, verstehst du. Dann gehen wir mal. Benen ab in die Federn. Und zwar hier rein. Genau. Und dann kommt's mal so weit. Dass ich hier nicht weiß, wie wir das machen werden. Tja. Das soll hier keine Stack rausbullen, sondern immer. Ein Stück, genau. Machen wir einfach ein Stück. Da hat der Zeit dann, ne? Nicht alle. Ein Stück habe ich gesagt. Du auch. Ein Stück. Ah, immer. Oh. Hey. So. Also hier müssen wir auch noch einstellen, ganz vergessen. Ein Stück. Ah, jetzt werde ich geheilt, das ist immer gut. Leider. Niemand, der was zum Essen gibt. So, und dann landet alles hier drin. Warum ist hier zwei? So. Ja, geh runter, hast du recht. Du wirst jetzt recycelt, du dämlicher. Furz, du. Na, du warst schneller als ich. Blödsinn. Recycelt da meine Sachen durch. Echt, 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 echt. Da kriege ich einen Anfall. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Brauche eine andere Musik. Sonst werde ich hier aggressiv. Ja, ich sagte, ich brauche eine Musik. So, falsch darfst du das. So, was jetzt? Jetzt ist die Frage, wie wir das handhaben. Am besten, wir schauen mal in unsere Truhe. Da finden wir eigentlich immer irgendetwas. Wenn nur viel Scheiße, aber wir finden etwas. Zwar müssen wir hier mal. Geht das so? Ah, das geht ja nicht. Flieg runter, hast du recht, hast du recht. Versteh dich vollkommen. Ja, das geht auch nicht. Weil wir hier einfach nicht drüber kommen, ne? Verstehst du, verstehst du? Das heißt, wir müssten hier eine separate Leine unterziehen. Was natürlich mir persönlich überhaupt nicht gefällt, aber soll es so sein. Mama hat dir den Gefallen, wenn du es unbedingt haben willst, ne? Verstehst du? So, dann
Genau, und das machen wir jetzt 250 Mal. So, hier wieder dicht machen. Ah, hier unten läuft nicht mehr dazu. Ja, lass mal trotzdem auf. Ist mir egal. Belüftung nennt man das, ne? So. Eure Blumen. Wartet mal, das machen wir anders. Da werden wir schön Kabel sparen, ne? Und hier mal zack machen. Wir können ja hier einfach einen zweiten anschließen. Das könnten wir eigentlich vorne auch machen, ne? Brauche nicht. Ah ja, nee, da habe ich gesagt, wenn ich die ja irgendwann mal unterschiedlich steuern will. Das schöne Computercraft-Programm. Deswegen wird das nicht klappen. Ah, hier geht's noch. Hier hinten geht's eigentlich. Alter, hier unten auch pflanzen. Was ist mit euch los, ihr Bienen, ey? Ihr kackt wohl überall hin, wo ihr wollt, ne? Nur pflanzen, pflanzen, pflanzen. So, so. Passt. Ja, du hast natürlich wieder extra Würste hier. Du kriegst wieder ein extra Lein hier. So. Auf da. Darauf. Und daher. Die ganze Kacke hier nochmal in Violett. Das war hier. So. Jetzt werden uns die Redbauer-Kabel ausgehen. Die werden wir auch mal in der Automatik-Crafting-Anlage reinbringen, weil die Herstellung ist nicht immer das Schönste im Leben. Soll trotzdem gemacht werden, leider. So, das war eins zu tief. Und ich denke, das war's ja. Ah, das müsste sich so auch ausgehen, oder? Haben wir da drei? Ja, das geht sich genau aus. So. Genau, eins zu viel, aber egal. So, jetzt werden unsere Bienen hier auch abgeholt. Und wenn wir jetzt runtergehen, müssten sie hier eigentlich irgendwo irgendwo drin landen oder so. Verstehst du? So, kommt Bienen, kommt. Ich warte auf euch. Irgendwie kommt da nichts. Jetzt kommen sie da hinten. Und sie kommen nicht nach vorne, oder? Nee. Warum? Seid ihr echt so dumm, oder was? Ob die steht Drohne? Was ist denn für eine Drohne? Kann ja nicht sein. Nee. Mann. Seid wohl zu dumm für alles, wisst ihr das? Du blöder Helm, geh mir nicht auf den Sack da wieder. So, dann machen wir das anders. So, Leute. Ja, so. So, und hier geht es halt dann etwas tiefer rein. So. So, jetzt alles rein mit euch. Falsch, so. Und jetzt das alles hier rein. Hier reingehen. Und alles, was hier nicht reingeht, sollte eigentlich in der Kiste landen, macht es aber nicht, weil wohin verschwindet das bitte? Thank you.
Hallo? Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber was passiert hier? Okay. Naja, ich schätze mal, so funktioniert es. Wenn echt ist mir auch egal und soll es halt nicht funktionieren. Auf alle Fälle ist eins klar, die Biene ist weg. Er macht Drohnen draus, also normale Drohnen. Das heißt, man kann die auch stacken. Also werden wir auch keinen zweiten Recycler brauchen. So, ihr seht, die stackt da ganz normal. Welche Drohnen das jetzt sind, weiß dann kein Schwein mehr. Irgendwie verschwinden die alle noch. Oh, das geht hier rein, ja, okay. Naja, dann schmeißen wir dich weg, dich weg, dich weg. Dich, euch. Was macht er jetzt, wenn das voll ist? Und packt da die ganzen Drohnen? Sagen wir mal so. Okay, jetzt packt er sie hier rein. Ah, okay, okay. Das heißt, der Recycler voll dann geht's hier rein. Und der übernimmt das automatisch von nichts nicht mehr da. Das ist nicht schlecht. Gut, gut, gut. Wieder was dazugelernt, ne? Unser Zug fährt auch brav. Den kommt's. Ja, das heißt, hier sind da meine Bienen versorgt. Das ist mal eins der wichtigen Sachen. So, rein mit euch. So, das Sand können wir, die Erde können wir rausholen. Die brauchen wir da nicht. Also jetzt sind mal die Bienen auf dieser Seite. Eigentlich wirklich fertig. Kann man so sagen, ne? Die sind wirklich fertig. Soll ich mich fragen? Irgendwie ist mir das Ganze hier ein bisschen spanisch. Ob das alles so im grünen Bereich ist, wie ich mir denke, weiß ich nicht, aber es wird passen. Das heißt für uns, dann müssen wir nach Hause, ja. Da gehen wir aber einen schnelleren Weg. Einfach mal TP Home oder so. Ja, schön, wenn das ginge. Aber kein Essential so drauf. Wir nehmen den Alternativweg. So, jetzt schauen wir mal, hier wird ja weniger. Nein. Oh, der ist leer. Okay. So, zack. Nach Hause. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um den ganzen Kack da unten. Der hier rumschlummert, hier hinten. Dafür habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Also wir müssen darauf achten, dass wir hier mal anfangen zu sortieren, weil wir haben hier jeden Scheiß, den wir hier nicht brauchen. Und das werden wir auf der Zwischeninsel machen. Da werden wir alles abladen, dann wird der Zwischen sortiert und gegebenenfalls weiterverarbeitet. Oh, Musik aus hier. Jetzt habe ich keine Lust auf Musik. Also gegebenenfalls weiterverarbeitet. Ja, viel mehr. Hat ja recht. Müsste mich da platt machen. Wie gesagt, weiterverarbeitet. Zum Beispiel das Eisendust lassen wir gleich direkt zu Barren machen. Cool, das ist eh klar. Die Propolis, was kann man daraus machen? Das hatten wir, ich glaube schon. Nee. Also, Schleimpelle können wir machen. Oder erweitertes Beat, ein paar Briefe, dann können wir Briefe schreiben an Nachbarn oder so. Keine Ahnung, das ganze Glas. Ja, aber das war's dann eh schon, was wir daraus machen können. Sticky Wiesen, naja, Gummi brauchen wir nicht zu viel. Auf alle Fälle, dass wir da ein bisschen weiter verarbeiten, das Ganze, dass wir das nicht alles hier in Massen haben, sondern das werden wir auf dieser komischen Insel, die ich in der vorherigen Video oder vorvorigen Video angesprochen habe, werden wir das zwischenlagern und verarbeiten lassen. Und dann habe ich noch etwas Gutes für euch. Jetzt haben ja viele gefragt, was mit dem alten Bahnhof passiert. Ich habe ja gesagt, dass ich den wiederverwerten werde und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden die Leitung hier einfach wieder in Kraft setzen und zwar
Machen wir jetzt anstatt unter den Farmen kommt die Leitung dann hier hoch. Also hier ist ja der Bahnhof. Da machen wir die Leitwerfer hier hin, hier rauf. Oder mache ich das offline schon? Dann haben wir später mehr Zeit. Hier rauf. Geht hier hin und da wird dann Folgendes passieren. Ihr seht es auch. Ja, geht hier wieder runter. Und weg, lass mich in Frieden. Ich habe da nichts getan. Mami! Ja. Und hier werden dann die ganzen Zentrifugen und... Nee, nicht Zentrifugen. Wie heißen denn die Carpenter aufgestellt? Und Squeezer. Die für uns dann schön die Elbows machen und so weiter. Und die Impregnated Sticks, die wir brauchen werden. Und hier hinten kommen wir Advanced Loader hin und dann wird die Leitung, was hier runter geht, folgend weitergeleitet. Falsche. Lass mich Frieden. Stirb. So. Die Leitung geht ja hier runter. Geht hier wieder rauf. Blödermaßen. Das werden wir gleich noch wieder beseitigen, weil hier rauf brauchen wir eigentlich nicht. Geht hier wieder runter und wieder zurück. Das heißt, wir werden gleich direkt unten herfahren. Und direkt hier reinfahren. Schlupp. Fährt rauf zu unserer Stilproduktion. Das passt ja alles. Und fährt hier wieder rein in den Bahnhof. Und wir machen da noch einen kleinen Abstecher. Runter. Also rüber zu unserem Bahnhof, den wir hier gebaut haben. Ja, du blödes Gewitter, ich weiß. Wird hier beim Bahnhof dann sozusagen immer wieder... hier dann vorbeifahren, wird hier immer wieder ein bisschen Honigtops mitnehmen und ein bisschen Biwaks. Und natürlich dann das Royal Jelly und die Bollen für, ja, für die, wie heißen die? Elvaris. Das werden wir da so einhaben. Deswegen brauchen wir auch nicht jeden Schotter hier. Deswegen will ich auch nur dann den Zug so einstellen, dass er wirklich nur Honigtops, Biwaks, dann Diamanten und fertige Eisenbahn. Das werden wir alles eben in der Insel zwischen lagern bzw. verarbeiten. Gut, die Schienen für das System werde ich jetzt offline legen. Das wird länger dauern, weil ich noch überlegen muss, wie wir das genau handhaben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao und viel Spaß.